Ja, hallo, ich bin der Buchi und ich wohne jetzt seit 7 Semestern hier im Alban. Hallo, ich bin Tabitha und ich wohne seit 3 Semestern im Alban. Genau, und wir nehmen euch jetzt so ein bisschen mit. Wir zeigen euch hier mal, wie so ein Alban-Zimmer aussieht, was es hier für so Gemeinschaftsräume gibt, was man hier alles machen kann, was es für Programm gibt. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr Lust habt, euch auch hier zu bewerben. Ja, ich würde sagen, los geht's! Im St. Alban Haus sind 314 Studierende zu Hause. Wer hier den Überblick behält, zeigen wir euch jetzt. Hallo, mein Name ist Nicole Graf. Ich bin hier die Sekretärin im St. Alban Haus, also die erste Anlaufstelle sozusagen. Ich freue mich, wenn so viele mögliche Studenten vorbeikommen, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten freue ich mich. Hallo, ich bin der Thomas. Ich bin Heimleiter hier. Seit sehr langer Zeit und leider habe ich immer viel zu tun. Ich bin irgendwie für zu viel zuständig, aber wenn ihr ein Problem habt, kommt trotzdem gerne zu mir. Dann werde ich von schlechten Problemen auf nette Leute abgelenkt. Das ist doch eine Sache, oder? Also kommt vorbei, ich bin für euch da. Hallo liebe Bewerber, wir sind das AW-Team vom St. Alban Haus. Wir sind für die Reinigung und für die Sauberkeit zuständig. Wir freuen uns auf Sie und wir freuen uns auch, wenn unsere Arbeit wertgeschätzt wird und die Reinigungsdamen, die hier so schön sauber machen, die freuen sich auch auf ein nettes Hallo am Morgen und ja. Also nach der Mittagspause könnt ihr euch wieder melden für eure Siphon oder was auch immer, Lampe kaputt. Meldet euch gerne im Sekretariat. Ich komme so schnell wie möglich. Hier seht ihr den Mittelbau, der die drei Wohngebäude miteinander verbindet. Hier spielt sich eigentlich so das gesamte Gemeinschaftsleben ab und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wer sich beim Lernen gerne in Gruppen austauscht, ist hier richtig im Zeitschriftenraum. Wie es der Name schon sagt, liegen hier auch jede Menge Zeitschriften aus, unter anderem tagesaktuelle Ausgaben des Spiegels und der Badischen Zeitung. Als katholisches Wohnheim besitzen wir auch eine Kapelle. Hier finden im Laufe des Semesters mehrere Gottesdienste statt und auch sonst ist dieser Raum zu jeder Tages- und Nachtzeit für euch geöffnet. Weiter geht es in unserer Alban Bib. Hier findet ihr stets einen ruhigen Ort, an dem ihr motiviert euren Lerntätigkeiten nachgehen könnt. Und das meistens in guter Gesellschaft. In Freiburg ist man am besten mit dem Fahrrad unterwegs. Für die kleinen und großen Probleme mit eurem Drahtesel sind wir im Alban bestens vorbereitet. In der Fahrradwerkstatt könnt ihr nicht nur an eurem Fahrrad rumschrauben, sondern der Fahrradtutor steht auch mit Rad und Tat zur Seite. Ihr habt ganz viele Ersatzteile und das passende Werkzeug, um an eurem Fahrrad rumzuwerkeln. Abstellen könnt ihr euer Fahrrad übrigens nicht nur in den Ständern auf dem Hof, sondern auch hier im Fahrradkeller. Hallo, ihr seid hier in der Holzwerkstatt. Hier könnt ihr einmal die Woche herunterkommen und irgendwas für euch selber bauen. Zum Beispiel eine Bettverbreiterung oder ein Schuhregal oder sonst irgendwas, was euer Herz begehrt. Und ihr seid jederzeit willkommen. Kommt vorbei, wenn ihr hier eingezogen seid. Hier ist unser Tischtennisraum. Man kann Tischtennis spielen, Klimmzüge machen oder auch klettern und vieles mehr. Das hier ist die Aula. Hier findet ihr einen Flügel, um Musik zu spielen oder viele Möglichkeiten, Sport zu treiben, wie zum Beispiel Basketball, Volleyball oder zu tanzen. In der Aula finden auch die meisten unserer Großveranstaltungen statt, zum Beispiel Sportturniere, die semesterliche große Alban Night, unser Highlight, die Bierpong-WM, Wintertanzball und im Frühling der Tanz in den Mai.
Wenn wir schon von Großveranstaltungen sprechen, einmal im Jahr ist das ganze Alban im Rummelfieber. Ein Wochenende lang ist vom klassischen Konzert über Sportturniere, einem Biergarten, einer Weinlaube und einem Endrennen in der Dreisam bis hin zu langen Partynächten alles gegeben. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Im Alban lebt ihr je nach Stockwerk mit 12, 16 oder 18 Leuten zusammen. Es folgt ein kleiner Einblick ins Stockwerksleben. Gut, jetzt sind wir in einem Wohnzimmer. Das Wohnzimmer richtet jede WG, jedes Stockwerk so ein, wie sie das möchte. Jedes Stockwerk hat natürlich die Grundausstattung, die wurde auf dem Haus gestellt. Es gibt zwei Tische, es gibt die Eckbank, es gibt Stühle. Und den Rest darf aber wirklich jedes Stockwerk so einrichten, wie es will. Wir haben jetzt hier die Couch, manche Stockwerke haben keine Couch, haben Sessel. Manche Stockwerke haben einen großen Fernseher und eine Playstation dazu, andere haben das nicht. Also hier ist wirklich jeder sehr frei. Und wenn ihr dann später hier wohnt, dürft ihr natürlich auch eure Ideen mit einbringen. Genau, das Wohnzimmer stellt sozusagen den Mittelpunkt des Stockwerkslebens dar. Von Frühstück über Mittagessen bis Abendessen passiert hier wirklich alles. Hier wird sich über das Fernsehprogramm gestritten oder es wird gemeinsam gefeiert. Wenn ihr eure Mitbewohner kennenlernen wollt, dann also hier im Wohnzimmer. Zum Wohnbereich gehört ansonsten natürlich auch die gemeinsam genutzte Küche. Hier hat jeder Bewohner sein eigenes Kühlschrank und Küchenfach. Alles andere wird gemeinschaftlich geteilt. Hier zeigen wir euch mal zwei unterschiedliche Albanzimmer. So gleich die Zimmer am Anfang auch aussehen, meistens unterscheiden sie sich sehr schnell voneinander. Die Grundausstattung ist in jedem Zimmer gleich. Es gibt ein Bett, einen Schreibtisch mit Schreibtischstuhl, einen Kleiderschrank, eine Waschnische und ein Sideboard. Das Alban liegt im Osten von Freiburg. Zu den Unis und Hochschulen habt ihr es trotzdem nicht weit. Wer nach einer unvergesslichen Wohnzeit im Alban noch nicht genug hat, kann übrigens dem ehemaligen Verein beitreten, der sich weiterhin für die Bewohnerschaft engagiert. Stichwort unvergesslich, hier noch zu unserem absoluten Highlight des Hauses. Hallo und herzlich willkommen in unserer wohnheimsinternen Bar. Die Bar hat von Montag bis Freitag zu Studienzeiten ab 21.30 Uhr geöffnet. Sie ist auch bekannt als das Herzstück des Hauses. Da die Bar nur von uns Studenten selbst betrieben wird, sind die Preise sehr moderat. So könnt ihr euch das ein oder andere Getränk genehmigen. Hier habt ihr die Möglichkeit, Tischkicker zu spielen, Dart zu spielen oder einfach einen gemütlichen Abend mit euren Freunden zu verbringen. Ich selbst werde mich um euer Wohl kümmern und freue mich, wenn ihr mich besuchen kommt. Zum Wohl! Ja, das war's jetzt mit unserer kleinen Führung durch unser Wohnheim. Wir hoffen, euch hat's gefallen und wir hoffen, dass wir euch bald hier als Bewohner und Bewohnerin begrüßen können. Ja, bis hoffentlich bald.